Hallo und herzlich willkommen zum Starke Schreiber Podcast. Heute geht es um die vier Wege, wie du im Zeitalter von KI trotzdem herausstechen kannst und natürlich ein erfolgreicher Schriftsteller bleiben. Denn das ist ja das, wovor viele Angst haben bei KI, dass es irgendwann uns als Schriftsteller ersetzen wird. Und wie du das vermeiden kannst und wie du es schaffst, in diesem Zeitalter von KI, das kommt, ob du es willst oder nicht, zu überleben und sogar herauszustechen als ein erfolgreicher Schriftsteller, das erzähle ich dir heute. Legen wir los. Romane schreiben, lohnt sich das? Gute Frage. Was, wenn ich dir sage, dass heute die beste Zeit ist, um dein Buch zu schreiben? Willkommen bei Starke Schreiber. Zunächst einmal mach das, was ich heute mache, und zwar zeige dein Gesicht oder lass deine Stimme erklingen. Denn darum geht es eigentlich vordergründig, dass die Menschen dein Gesicht sehen. Ja, die wollen jemanden sehen, der menschlich ist. Klar gibt es auch schon sowas wie Deepfakes und allerhand andere Dinge. Ne? Das können wir jetzt auch nicht vermeiden. Aber eigentlich, wenn du deine Stimme zum Beispiel in einem Podcast, die Leute, dass sie immer wieder hören oder wenn sie dich immer wieder bei YouTube sehen, dann bauen die Menschen eigentlich so eine Art schon Freundschaft zu dir auf, vor allem wenn es eine regelmäßige Art von Content ist, wenn du es machen kannst. Ich versuche es, es klappt nicht immer, aber dann bauen die Menschen eine Art Beziehung mit dir auf. Ich habe zum Beispiel einen Podcast, den höre ich wirklich jede Woche von Joanna Pan und ich höre ihre Stimme wirklich jede Woche und ich habe sie jetzt letztes Jahr bei der Self-Publishing Conference in London gesehen und ich hatte das Gefühl, als ob ich sie kenne, weil sie ja natürlich, ich höre ihre Stimme immer wieder, ich spreche zwar nicht mit ihr, aber ich habe das Gefühl, sie spricht mit mir und unterbewusst entsteht dann so eine Art Gefühl, man kennt diese Person, so eine Art Freundschaft, sagen wir mal. Denn die Menschen wollen wirklich dein Gesicht sehen oder deine Stimme hören. Und je menschlicher du bist quasi, je menschlicher du vorkommst, dass es nicht einfach nur ein Text ist, den sie lesen, ne? Sondern dass sie auch dein Gesicht mal sehen, sei es in irgendwelchen Videos, Podcasts, E-Mails, Extras, die du deinen Lesern gibst, immer wieder. Wenn sie dein Gesicht regelmäßig sehen, wenn sie deine Stimme regelmäßig hören, dann werden sie dir als Person quasi auch unterbewusst vertrauen und dann werden sie dich nicht als Autor und diese Beziehung mit dem Autor nicht missen wollen und dann die Dinge von einer KI lesen und sich quasi damit zufrieden geben. Wenn du zum Beispiel auch einen liebsten Autor hast, zum Beispiel, ich bin eine Filmemacherin, ich habe sehr viele Lieblingsregisseure und man baut ja schon so eine Art unbewusste Beziehung mit diesen Menschen auf, weil man merkt, okay, ich komme jetzt noch zu den anderen Punkten, wie das funktioniert, aber unter anderem, weil du ihr Gesicht siehst und weil du ihre Stimme hörst zwischendurch immer wieder. Nummer 2, interagiere mit deinen Lesern persönlich, zum Beispiel durch E-Mails oder dadurch, dass du persönliche Dinge über dich preisgibst. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Aber meistens ist das ja sowieso schon so, dass wenn wir Romane schreiben, ist sehr viel von uns persönlich in diesem Roman drin. Also nicht direkt, aber viele Dinge, viele Charaktere sind eine Reflexion unserer Vergangenheit oder unserer traumatischen Erlebnisse oder irgendwelche anderen Dinge. Wir können ja nicht anders, als unsere persönlichen Dinge mit reinzubringen. Ja, das ist etwas auch, was der Leser total schätzt. Ich gehe nochmal zurück zu meinen Regisseuren, die ich mag. Ich liebe zum Beispiel Christopher Nolan und seinen Stil erkenne ich natürlich sofort in allen Filmen. Ja, der hat etwas ganz Besonderes und dieser besondere Stil, der ist in allen Filmen erkennbar, sowie auch viele, viele andere Regisseure, die ich mag, zum Beispiel Guy Ritchie. Also man merkt sofort deren Stil und das ist etwas, was wirklich durchscheint. Und das ist ganz wichtig, dass du das auch hast. Etwas, was eine KI nicht so leicht nachmachen kann. Plus, dass du wirklich eine Interaktion hast mit deinen Lesern, wo du persönlich wirst, in den E-Mails, wo du vielleicht irgendwelche persönlichen Fotos schickst, private Dinge. Was ich jetzt zum Beispiel auch angefangen habe zu machen, ist meine Motivation und irgendwelche privaten Dinge hinter meinen Geschichten den Lesern zu zeigen und zu offenbaren. Und das ist etwas, was auch eine persönliche Verbindung schafft, die eine KI nicht schaffen kann. Und das nächste ist natürlich für viele Autoren, die so wie ich recht introvertiert sind, für die ist das natürlich ein bisschen schwierig und das kann ich verstehen, aber es geht darum, sich wirklich persönlich mit Menschen zu verbinden, sei es zum Beispiel Menschen auf Konferenzen zu treffen, sei es zum Beispiel Menschen mit Zoom-Meetings, ja, sie auf Zoom-Meetings zu treffen, irgendwelche Live-Workshops zu geben, irgendwie einen Leser, der bei dir in der Nähe wohnt, auf einen Kaffee einzuladen. Also du siehst vielleicht schon, was da sich für eine rote Linie durchzieht in dem Ganzen, ja, dass wir versuchen, immer menschlicher zu sein, ja, dass wir versuchen, immer diese persönliche Interaktion. Ich glaube, in Zeiten von Corona haben wir das auch gemerkt. Am Anfang war es vielleicht gut, da mal eine Pause zu machen, aber
am Ende waren alle schon wirklich sehr froh, wieder mal rauszukommen, Menschen zu sehen, die persönliche Interaktion, ja, das schätzen wir trotzdem, egal wie introvertiert wir sind, selbst wir introvertierten Schriftsteller, wir mögen es doch ab und zu, diese persönliche Verbindung zu haben. Und klar, es kostet uns manchmal viel, neue Menschen zu treffen, neue Menschen kennenzulernen. Also wer extrovertiert ist, für den ist das natürlich viel einfacher. Aber es lohnt sich, ja. Wenn wir in dem Zeitalter von KI wirklich etwas schaffen wollen, was Bedeutung hat, was wichtig ist, was man nicht so leicht nachmachen kann, dann müssen wir uns auch persönlich mit Menschen vernetzen oder auch zum Beispiel auf Podcasts gehen, Interviews führen oder einen Podcast starten, wo wir Menschen persönlich einladen, wo wir wirklich das Gespräch mit anderen Menschen, mit Lesern suchen, wo wir wirklich das persönliche Gespräch suchen. Denn das wird uns natürlich abheben in einer Welt, wo immer mehr KI-generierter Content entsteht. Und das letzte, Nummer 4, das finde ich persönlich wirklich sehr, sehr wichtig. Unter anderem natürlich auch, weil ich ein bisschen technisch veranlagt bin. Ich habe Medientechnik studiert in meinem Bachelor und es war wirklich schwierig, aber ich mag Technologie. Also ich finde Technologie in sich, man muss natürlich immer gucken, Technologie birgt seine Gefahren, aber Technologie hat auch seine Vorteile. Und ich bin davon überzeugt, dass wir müssen die Technologie kennen, mit der wir es zu tun haben, und wir müssen sie zu unserem Vorteil nutzen. Natürlich passe ich auf, dass diese Nutzung wirklich ethisch ist, ja, dass dabei keine Plagiate entstehen oder ähnliches. Aber diese Nutzung von KI-Tools, die hat wirklich mein Schriftsteller-Dasein wirklich revolutioniert. Sowohl im Schreiben als auch im Marketing. Also es ist wirklich unglaublich, was man machen kann mit diesen Tools, wenn man sie für sich nutzt. Und Nummer 4, das finde ich so, so wichtig, dass wir als Autoren lernen, diese KI-Tools zu unserem Vorteil zu nutzen und zu beherrschen, um uns zum Beispiel produktiver, effektiver zu machen, unser Marketing zu verbessern, um unsere Sprache zu verbessern, um unser Schreibstil zu verbessern. Wir können das alles benutzen. Natürlich ist es immer noch die ersten 3 Punkte, die ich genannt habe. Alles das, was du mit hineinbringen kannst, was niemand anders kann, das ist so wichtig. Und das wird dich wirklich abheben in einem Zeitalter von KI. Aber diese Tools zu nutzen, zu verstehen und zu deinem Vorteil zu nutzen, ich finde das wirklich wichtig. Und wie gesagt, mein Schreiben hat es revolutioniert. Und ich habe letztens einen kleinen Workshop gegeben, ein Live-Workshop zum Thema KI-Tools für Buchmarketing benutzen. Und das hat auch wirklich die dabei mitgemacht haben, das hat auch wirklich ihr Schreiben, ihr Marketing revolutioniert. Die sind total begeistert von diesem Tool und von diesen Tools, die ich vorgestellt habe, und gehen da jetzt auch in die Tiefe. Und ihr werdet sehen, wenn ihr lernt, diese Tools zu meistern, dann wird es euch noch besser machen als Schriftsteller. Und ich glaube, gewinnen werden diejenigen, nicht diejenigen, die sich die ganze Zeit beschweren und sagen, oh, es ist so schrecklich, und versuchen dagegen anzugehen, denn dagegen angehen, effektiv werden wir eh nicht. Es kommt, ob es uns passt oder nicht. Was wir machen können, ist aber diese Tools nutzen zu unserem Vorteil und das Beste daraus machen als Schriftsteller, um besser zu werden. Stellen wir es uns vor wie eine Welle der Veränderung. Und was wir machen können, ist entweder von dieser Welle quasi überrumpelt zu werden und unter Wasser geworfen zu werden, oder wir lernen es, wie ein Surfer diese Welle der Veränderung zu reiten und darauf zu gleiten, und dann wird es auch funktionieren. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und in der Starke Schreiber Show möchte ich jetzt ein bisschen meine Richtung verändern, sowohl hier bei YouTube als auch im Podcast, und wirklich in mehr Richtung Innovation gehen, in Richtung dieser neuen Dinge gehen, die immer wieder kommen, die wir benutzen können. Nicht nur, also es wird nicht nur um Technologie gehen natürlich, sondern auch um Prinzipien, wie wir diese Dinge nutzen können. Das ist ja auch ganz wichtig. Viele Prinzipien sind nämlich zeitlos, aber natürlich auch um die einzelnen Dinge und technischen Dinge, die du nutzen kannst. Deswegen bleib dran, abonniere den Channel, like das Video, teile es auch mit Leuten, wo du denkst, dass sie es interessant finden werden, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach, und bevor ich es vergessen habe, ich habe was ganz Neues gestartet, unabhängig natürlich von meiner Webseite und meiner Story Masterclass, gibt es jetzt noch den Starke Schreiber Club. Und was das ist und was du da machen kannst, das erfährst du in dem Link unten in der Videobeschreibung. Hinweis: hat auch was mit KI und Innovation zu tun.